Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge All the Mods 6. Ja, in den letzten beiden Folgen waren wir ein bisschen auf Drachenjagd und es war mehr oder minder erfolgreich. Dementsprechend, es hat ziemlich lange gedauert, um die zu killen. Und die nächste Option ist einfach, bessere Schwerter oder bessere Ausrüstung zu bauen. Ich habe so zwei, drei Sachen, die ich heute ganz gerne machen würde. Zum einen würde ich gerne unseren Charm-Talisman bauen. Von Zweiklick, den würde ich einmal ganz gerne fertigstellen, weil da haben wir eigentlich soweit alles für fertig und bereit, glaube ich. Und zum anderen würde ich ganz gerne mal in Richtung gehen, ob man vielleicht solche Drachen einfangen kann. Weil ich hatte gelesen, ich habe mal nachgeschaut, wie kann man so einen Furnace, also diesen Drachen-Furnace, wo man im Prinzip ja auch nachher das neue All-The-Modium, können wir ganz kurz einmal gucken, All-The-Modium, da gibt's nämlich diese schönen Alloys, die werden nämlich auch an einer Drachenschmiede, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nur gerade nicht. Genau, die hier müssten wir mal gucken. Arc Furnace war es nicht. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt hier auftaucht. Jumbo Smelting. Nee, das ist Jumbo Furnace. Das ist es auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt sehen kann, wie man die schmilzt. Scheinbar nicht. Weil die müssen eigentlich theoretisch an so einer schönen Drachenschmelze kombiniert werden. Und da muss dann ein Drache im Prinzip seinen Atem drauf setzen und dann verbinden sich erst diese beiden Alloys. Da gibt es natürlich auch von Ice und Fire gibt's noch eigene Alloys. Nämlich für besondere Schwerter. Es gibt nämlich hier, genau das hier, das ist der Fire Dragon Steel Sword. Man auch 1350 Herz Damage. Und auch diese hier müssen theoretisch darüber erzeugt werden. Aber ich kann mal, das Recipe gibt's hier nicht in unserem JUI zu gucken. Okay, macht aber auch nichts. Genau, die Idee ist im Prinzip zu sagen, wir capturen uns einen wilden Drachen. Und da ist jetzt die Frage, wie wir das Ganze angehen können. Was haben wir überhaupt für Catching Devices, mit denen wir etwas einfangen könnten, rein theoretisch. Wir haben einmal dieses Lasso, ich weiß gar nicht, habe ich das überhaupt noch dabei mir. Genau, da haben wir ja noch eine Kuh drin, ein Ender Farmer's Lead, aber ich denke mal, da werden wir bloß Animals mitbekommen und keinen Drachen. Was hätten wir denn sonst noch? Wo gibt's denn? Ich überlege gerade, welche Mods gerade theoretisch dafür in Frage kommen könnten, um Monster einzufangen. Weil die Idee ist ja im Prinzip, genau, also wir könnten theoretisch sagen, so eine Enders Farmers Things könnten wir ausprobieren. Aber was haben wir sonst noch? Wir hätten den, wie heißt denn der noch? Ich wollte schon fast sagen, den Pokéball. Ah Gott, ich komme auf die Idee, auf den Namen gerade nicht. Ich gucke jetzt auch nochmal gerade ganz kurz drüber. Vielleicht sehe ich so, stößt mir gerade irgendwas so ins Auge. Auch so vom Mod her. Ars, bin ich mir nicht sicher, ob es da was gibt. Mit Astral Sorcery bin ich mir auch nicht sicher. Gibt es, glaube ich, auch nicht mögliches, wo man, glaube ich, was mit Chapturen könnte. Blood Magic. Stimmt, Blood Magic wäre auch noch so ein Mod, den man noch angehen könnte. Aber auch selbst da fällt es mir gerade nicht ein. Botania haben wir, glaube ich, auch nicht, wenn ich mich recht erinnere. Außer sie haben irgendwas jetzt hinzugefügt noch. Da sind die ganzen Building-Blöcke. Da können wir so drüber springen. 10 Millionen Chisel- und Bit-Seiten. Die können wir auch alle überspringen. Was haben wir denn hier? Comfort? Nee. Oh, dieser Shrinking-Device. Das mit dem Shrinking Device, das müssen wir gleich mal nachgucken. Mit dem Shrinking Device gab es auch so komische kleine Bottles, wo man die im Prinzip die Monster mit einfangen konnte. Das könnte vielleicht noch eine Idee sein. Aber so eine kleine geschrinkte, so ein kleiner geschrinkter Drachen, bin ich mir nicht sicher, wie cool das ist. Aber schauen wir mal. Hier sehe ich auch gerade nicht. Hier sind doch wieder, genau, hier ist Cyclic. Cyclic hatte aber. Hat das Cyclic was? Monster Ball, genau. Charge and throw the living entity to capture.
Das müsste ja theoretisch funktionieren. Hier reden wir ja nur von einem Entity. Also das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Da brauchen wir theoretisch Korallenblöcke. Die haben wir sogar vor der Haustür, rein theoretisch. Ich glaube, ich habe sogar schon mal welche abgebaut, wenn ich mich nicht ganz täusche. Search out the nearest spawner. Okay. Aber das wäre auch theoretisch eine gute Idee. Okay, lass uns den erstmal speichern. Also Cyclic hätte theoretisch eine Möglichkeit vielleicht. Das sind die ganzen Items, die muss man finden. Da wüsste ich auch nicht, ob wir irgendwas haben. Charm, alles so out delays. Nee, das ist es nicht. Haben wir vielleicht noch irgendwas mit der Ender Chest? Haben wir auch, glaube ich, nicht. Hätte mir auch vorher noch mal überlegen können, ne, was es so für Möglichkeiten gibt. Aber so ist es auch mal schön, einfach mal gemeinsam eben kurz durchzugucken, was für Möglichkeiten haben wir überhaupt. Ich komme gerade nicht auf das Industrial Forgoing, den Mod, den ich vorhin gemeint habe. Das ist es, Industrial Forgoing, genau. Und da gab's doch früher mal auch ein Device zum Capturen. Der da. Mob Imprisonator Tool. Könnte auch theoretisch eine Möglichkeit sein, um Monster einzufangen. Genau, das waren aber auch die zwei, die mir so jetzt spontan eingefallen sind. Experience. Ja, da sehe ich auch so nix. Hat Mechanism, hat glaube ich auch nichts, ne? Naja, ich glaube nicht. Ich glaube, das waren schon fast unsere Möglichkeiten, wenn wir einen Mob einfangen wollen. Ich habe bestimmt einen vergessen oder eine Möglichkeit vergessen. Aber sei es drum, wie gesagt, das mit den kleinen Blast, das würde ich gleich nochmal gucken. Das Shrinking Device. So, use as in-game documentation and to enter, okay. Compact Machineries ist das drunter. Add Compact Machineries. Okay, ich bin mir nicht sicher. Also das Shrinking Device müssten wir eigentlich noch irgendwo haben. Habe ich das sogar vielleicht hier drin gerade? Habe ich das gerade nicht gesehen? Das ist das Personal Shrinking Device. Okay. Damit kann man sich selber shrinken. Aber es gibt auch In-Game Documentation and to enter Compact Machineries. Ich meine, dass es auch ein Shrinking Device gab, wo man Tiere mit shrinken konnte. War mir eigentlich fast sicher. So, gucken wir mal, was geht das denn hier? Das ist oder ist das hier nur? Das hier scheint echt nur für Compact Machinery zu sein, okay. Vielleicht. Ich meine, dass wir auch da bloß theoretisch ganz normale Glasbottles gebrauchten. So, ein Augenblick. Personal Shrinking Device. Sneak, click or press G to activate. Ich meine, wenn wir das theoretisch echt klicken, konnten wir nur die Größe auswählen, okay? Und Shift rechts konnten wir uns selber klein machen. Und G ist auch zum Aktivieren. Okay. G-Taste scheint immer noch irgendwas anderes aktiv zu sein. Ah, Shrink. Okay. Ah, das ist es, das, was ich meine. Genau. Glassbottle right-click on a shrinked entity with a glassbottle to capture. Das heißt also, rein theoretisch müssten wir eigentlich auch Tiere shrinken können. Und die theoretisch in eine Glasflasche. Das müssen wir nur mal einmal kurz gucken. Was haben wir denn da? Da haben wir eine Krabbe.
So, mit der Krabbe sollte es doch theoretisch auch funktionieren. Ah, okay. Wie kann ich so eine Krabbe schrinken? Komm her. Einfach hauen? Ach, einfach hauen. Ah, cool. Und dann haben wir eine Crab. Jetzt haben wir eine kleine Crab und dann können wir sie wieder. Ach, komm her, bleib. Zack, das ist wieder groß. Cool, okay, das wäre unsere erste Möglichkeit. Drachen mit dem Shrinking Device. Wäre, glaube ich, die einfachste Lösung, glaube ich. Aber, ja, das heißt, ist das, ob das die einfachste ist, ist eine andere Frage, ne? Aber eine Methode auf jeden Fall, die wir haben. So, die zweite ist der Mob Impersonator und dafür bräuchten wir theoretisch Plastik. Aber wir können alles Mögliche, wir können auch, weil das Plastik ist wahrscheinlich teuer. Mechanism Industry, Rats, gibt's auch Plastik, okay. Pneumatic Craft, Mechanism Industrial Rats, okay. Ich glaube, das reguläre ist fast schon am einfachsten. Dry Rubber. Tiny Rubber, und da bräuchten wir eine Latex Processing Unit für, okay. Ich glaube, da kommen wir jetzt am schnellsten nicht hin. Der Monsterball wäre jetzt noch die Frage, ob wir den vielleicht bauen können. Und da bräuchten wir eigentlich nur Cyan für. Cyan ist das Blau und Weiß? Ah ne, Blau muss ich erst umwandeln in Farbe. Sorry. Ist es das? Nee, ist nicht. Wie war das? Das wird bestimmt irgendwas hier mit sein. Nee, wir gucken, was ich daraus machen kann. So, warte mal, ich glaube, von hinten kann man besser sonst so aufrollen. Das ist Purple, kann man draus machen. Das wollte ich nicht wissen. Wie machte man da nochmal Cyan? Magenta, okay. Magenta, grün, klar. Hätte ich auch noch hingekriegt. Zur Not kann ich es über auch Magenta Dye. Ah, muss ich jetzt echt eingeben? Ich dachte, ich kann es relativ schnell hier einfach im Kurs drüber finden. Das ist es auch nicht. Da ist es. Ach, mit grün. Ah, okay. Blau und grün ergibt Cyan. Naja, macht auch schon fast Sinn. Green. Was haben wir da noch? Green technisch. Immer noch. Mystical Green Flower. Okay. Dann kann ich die beiden nehmen. Den Pestel. Einmal grüne Farbe. Und die dann zusammen gibt vier von denen. Sehr cool. Und dann sollten wir rein theoretisch auch so einen Monsterball hier hinkriegen. Die Frage ist, wie das mit dem Monsterball funktioniert. Ich will erstmal zwei bauen und das jetzt auch nochmal an der Krabbe oder an einem Monster nochmal ausprobieren. Bevor wir da natürlich auf richtige Monster gehen. Okay. Also. Okay, ich kann sozusagen hier rechtsklicken und dann kann ich theoretisch auf ein Monster zielen und Schuss. Okay. Hat geklappt. Wir haben ein Monster bekommen und wir können das auch wieder freigeben. Aber der Monsterball ist weg. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Das heißt also, die müssen wir immer nachcraften. Das ist keine unendliche Möglichkeit, die zu behalten. Okay, das heißt, jetzt brauche ich mir auch mal drei Stück von, weil das ist dann die Alternative, falls das Shrinking nicht funktionieren sollte. Gut, dann würde ich sagen, wir geben uns einfach einmal wieder zurück in unsere Drachenwelt. Perfekt. Nehme ich den hier einfach mal wieder mit. Weil hier sind wir eigentlich soweit durch mit dem Drachen hier. Das heißt natürlich, jetzt müssen wir den nächsten Drachen versuchen zu finden, den nächsten Drachenhort. Und ich würde sagen, da überspringe ich aber mal so ein bisschen und würde einfach mal einen Drachen suchen. Es kann sich nur um 20 bis 30 Minuten handeln. Und wenn wir den haben, dann versuchen wir den mal zu capturen. Und wenn wir den gecaptured haben, dann werden wir mal gucken, dass wir ach, macht gerade einen Server-Backup. Dann werden wir mal ganz kurz einmal gucken, ob
wir dann so eine Forge vielleicht ausbauen werden. Vielleicht machen wir es auch erst in der nächsten Folge. Aber auf jeden Fall möchte ich den noch capturen. Und wenn wir ihn gecatchert haben, dann schauen wir mal, was wir mit ihm so Schönes anstellen können. Also, bis zur nächsten, beziehungsweise bis gleich. Nicht bis zur nächsten Folge, aber bis gleich. Bis wir einen Drachen haben. Und da sind wir schon zurück. Ich bin nicht wirklich weit geflogen. Also, wenn wir denken, dass hier oben unser, ich glaube hier, das ist unser letzter Hort gewesen. Und jetzt sind wir im Prinzip hier. Da ist ein weiterer Hort. Hier sieht man ihn und da hinten sieht man auch den schönen Drachen. Und jetzt will ich einfach mal beigehen und versuchen, den einfach mal zu treffen mit dem Shrinking Device und dann einfach mal zu capturen. Aber vorsichtshalber stelle ich mal trotzdem hier unseren Wegpunkt hin und ich mache diesmal vorsichtshalber auch nochmal einen Lichtstrahl hin, damit ich ihn schneller wiederfinde. Okay. Shrinking Device. Das sieht aber aus wie ein anderer Drache. Sieht aus wie ein kleiner Drache. Also man kann ihn klein machen. Kann ich ihn einsammeln? Ist die nächste Frage. Ja, ich kann! Holy crap, Lightning Dragon. Aber ich glaube, der ist nicht. Er hat jetzt kein großes Level, weil der sah ziemlich klein aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wir können ihn theoretisch shrinken und mit der Bottle einsammeln. Das ist schon mal geil. Das ist schon mal geil. Oh, und hier haben wir ein bisschen Anobtainium. Iron Chestplate. Die ist jetzt nicht so pragmatisch. Was haben wir hier denn? Amethysten von Ice and Fire. Noch ein paar Boots. Ein paar Diamanten. Und eine ganze Menge Nuggets. Falsche Taste. Die wollte ich nicht haben. Die wollte ich haben. So, dann lasst uns mal ganz kurz einmal schnell hier noch die einmal abbauen. Und ich glaube, hier drunter sollte eigentlich nicht mehr kommen, ne? Sieht jedenfalls nicht danach aus. Dementsprechend haben wir es eigentlich schon geschafft. Ich würde sagen, ich versuche nochmal einen zweiten Drachen zu sammeln, weil ich glaube, der hier ist zu klein. Also er hat noch nicht das Level. Ich bin noch nicht sicher, wie die Drachen sich selber ableveln. Ob man denen irgendwie was machen kann. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ich fliege jetzt nochmal hier ein Stück weiter runter. Obwohl, dann dürften das hier ja auch noch theoretisch zwei Horts sein, oder? Und das hier und das, sind das denn alles Horts? Okay, einen Augenblick. Wir fliegen jetzt mal Richtung Westen hier weiter. Ich hole mal ganz kurz unseren Dings zurück. Das wäre ja krank, dann könnten wir die ja doch relativ schnell auf der Map finden. Dann sammeln wir jetzt ein paar Drachen ein, würde ich sagen. Wenn das wirklich der Anhaltspunkt ist, wo Drachen sind, dann lass uns da mal einmal hinfliegen. Ich kann mal ganz kurz den Punkt wieder wegnehmen. So, wie gesagt, da haben wir im Prinzip unseren ersten Drachen gefunden. Da sitzt auch ein Drache drin. Tatsächlich. Und der sieht deutlich größer aus. Okay, Shrinking Device, Hammer drin. Ach, der sitzt unter so einem Turm. Wie krass ist das denn? So, kleiner süßer Drache. Und der kleine süße Drache eingebottelt. Ha, wie cool. Das ist wird auch als Lightning Dragon scheinbar geführt. Und der sollte definitiv besser sein als der andere. Ja, wie cool ist das denn? Und hier unten ist auch noch ein Dings. Aber ich glaube, wir haben genügend Osmodium. Ich glaube, wir sind irgendwie bei 60.000 Dingern. Ah, das ist ja cool. Das heißt, ich kann jetzt die Dinger ganz alle abfliegen. Und echt eine Menge. Was ist das denn hier? Hallo? Ein Geist? Einfach mal so ein Geist hier. So, jetzt hat das. Da ist noch ein Drache. Seht ihr? Und da laufen sogar zwei Drachen rum. Alles Lightning Dragons, scheinbar. Hätte mehr Glasbottles mitnehmen müssen. Dann hätte ich auch ein paar mehr einsammeln können. Zack, da haben wir einen. Boah, hier sind. Wie viele Drachen laufen hier auf einmal bitte rum? Okay, folgendermaßen. Ich komme hier sofort wieder zurück. Ich brauche mehr Glasbottles.
Ist ja schlimm. In der letzten Folge habe ich keine finden können. Und jetzt haben wir einen nach dem anderen haben wir hier und haben gar nicht genügend Möglichkeiten, die alle einzusammeln hier. Okay, Drachen. Das Zeug kommt jetzt einmal alles zurück. Die Monster Balls brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe eh genug. So, komm, hier, da, 31. Das reicht doch. Schnell wieder zurück auf zu unseren Drachen. Die wollen wir nämlich alle jetzt einmal schön brav einsammeln. Hey, wo sind sie hin? Da ist einer. Nicht, dass die jetzt alle verschwunden sind. Hier haben wir noch einen. Ah nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schön brav. Schön brav sein, mein Freund. Schön brav sein. Aber jetzt haben wir eigentlich fast nur Lightning Dragons eingesammelt. Ich meine, dass ich hier vorhin auch noch andere gesehen hatte. Wo sind die denn jetzt in Abgehauen? Die haben sich aus ihrem Nest verkrochen. Nein. Einen haben wir auf jeden Fall noch. Aber hier müssten theoretisch noch mehr sein. Und jetzt despawn, dadurch, dass ich jetzt weggegangen bin, das wäre natürlich ätzend. Dass die nicht bei ihren Horts an sich bleiben. Ah, ich muss hier ein bisschen weiter nach dahin. Das heißt, nach Osten müsste ich dann theoretisch. Okay, gucken wir mal in Osten, da ist, nee. Ins Westen muss ich. Warum fahre ich in den Osten? Schauen wir mal hier. Ich schätze mal, dass die ein bisschen weiter in dieser Richtung hier sitzen. Wenn dann. Hoffentlich. Gut, dass wir jetzt im Prinzip unser Tool haben zum Erkennen von Drachen. Ah, die scheinen echt gespawnt zu sein. Da ist noch einer. Den nehmen wir definitiv mit. Also scheinbar sind die angefangen rumzulaufen. Na komm. Zack, das dürfte. Und Lightning. Nur Lightning Dragons. Das ist ja merkwürdig. Nur Lightning. Also wir haben auf jeden Fall schon mal einen Ice Dragon gehabt. Aber das könnte natürlich auch in der Zone liegen, wo wir uns jetzt gerade drin befinden. Dass in den verschiedensten Zonen auch die verschiedensten Drachen vielleicht spawnen. Das macht auf jeden Fall Sinn, ne? Also dass die Zonen die einzelnen Drachen sind. Müssen wir natürlich nur gucken, wie man erkennen kann, welcher Drache welches Level hat. Da ist noch ein Drache. Aber auch aus den... Wow. Oh, hier sind eine ganze Menge Drachen. Und die fliegen ganz schön schnell. Holy moly. Ja, was macht ihr denn da für einen komischen Drachentanz? Nein, hier bleiben. Nicht sterben. Na komm. Die machen wir auch nochmal kleiner. So, jetzt haben wir echt eine Menge Lightning Dragons. Also Lightning Dragons sollten wir genug haben. Ich meine, zur Not können wir die nachher auch noch killen. Ne? Also wir haben sie jetzt ja erstmal eingefangen. Wir können die ja theoretisch irgendwo dann hinstellen. In den Dings. Und dann theoretisch dann dort auch killen. Ne? Wie sieht's denn aus? Vielleicht mit diesen Vulkanus da. Vielleicht in die Richtung. Das heißt, so also ein bisschen südöstlich. Könnten vielleicht über denen vielleicht Feuerdrachen schweben? Oder auch sein? Vielleicht sogar da drin? Hätte ich jetzt vermutet vielleicht. Weil wir haben ja jetzt im Prinzip Lightning, Fire und... Lightning, Fire und... Eis, genau. Eis gibt es noch. Ich hätte jetzt gesagt, bei den Feuervulkanen sollte man eigentlich... Oder bei dieser Feuergegend sollte man... Da ist doch einer... Sollte man wahrscheinlich auch einen Feuerdrachen vielleicht finden. Nein, bleib hier. Das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders aus. Oh, jetzt habe ich Bottle Cloud mitgenommen. Das wollte ich nicht haben. Aber das ist ein Fire Dragon. Sehr gut. Das heißt also hier in diesem Biom, in diesem roten Biom, wir können die, wie gesagt, scheinbar wir können die Horte echt sehr gut auswendig machen. In den Biomen sind im Prinzip dann die Feuer, also da wo auch Lava ist. Jetzt könnte man hier natürlich gucken und würde man natürlich hier sehen. Hier ist auch ein Drache gewesen. Ja, sind wir scheinbar drüber geflogen. Und diese Steingegend. Ja, also man kann die richtig gut erkennen. Okay, wenn man jetzt weiß, wo man nach Ausschau halten muss, kann man relativ gut sehen, wo Drachen sind und wo nicht. Cool. Das heißt, eigentlich brauchen wir jetzt bloß noch rumfliegen und weitere Drachen einsammeln. Das Einzige, was ich noch ganz gerne hätte, wäre jetzt noch ein Eisdrachen. Kann ich die eigentlich wieder freigeben? Kann ich. Sehr gut. Das brauche ich jetzt gerade nicht.
Das heißt, theoretisch fliege ich jetzt nochmal. Da ist ein toter Drache. Oh, das ist auch ein Riesendrache gewesen. Holy. Aber auch hier sehe ich nicht, was für ein Level der hatte. Aber nur Knochen. Nur Knochen und ein Skull. Leider nicht mehr. So, da könnten wir hinfliegen. Das könnte eventuell noch eine Zone sein, wo ein Drache theoretisch sein könnte, glaube ich. Auf jeden Fall Hydras. Ach, scheinbar in den Grasdingern sind die ganzen Hydras drin. Aber hier, da geht's ins Gebirge. Das ist doch gut. Gebirge klingt doch schon mal... Da ist ein Eisdrache. Klingt nach Eisdrache, wollte ich gerade sagen. Und da war einer. Cool. Dann haben wir theoretisch auch einen Eisdrachen. Ice Dragon, Fire Dragon und eine ganze Menge an Lightning Dragons. Wie gesagt, braucht noch irgendwie eine Möglichkeit, da ist noch einer. Holen wir uns den doch auch. Ja. Perfekt. Ich brauche noch eine Möglichkeit, irgendwie festzustellen, welches Level welcher Drache hat. Das wäre noch eine coole Sache. Ansonsten würde ich sagen, werde ich mich mal beschäftigen, wie wir so ein Setup fahren können, dass wir mit den Drachen, die wir jetzt hier haben, theoretisch etwas anstellen können, nämlich uns die neuen Alloys schmelzen. So. Perfekt. Und dann gehen wir wieder zurück. Ja, genau. Also, wie wir im Prinzip mit den Drachen, die wir jetzt hier haben, also diese ganzen geschrinkten Drachen, wie wir die dafür jetzt im Prinzip verwenden können, dass wir die wieder freilassen können. Und, jetzt habe ich eine Cloud. Ach, die habe ich jetzt einfach freigegeben, okay. Ja, egal. Genau, wie wir im Prinzip damit jetzt im Prinzip einen Schmelzofen aufbauen, wie wir die am besten positionieren, wie wir die am besten einsperren können und wo wir sie am besten hinstellen. Eventuell lassen wir sie sogar in der Welt, wo wir sie jetzt gerade hatten, denn ich habe gelesen, dass, also bis auf die Feuer- und Lightning Dragons, eigentlich macht's keinen Sinn. Genau, die Lightning Dragons brauchen es Nacht. Und die Fire- und Ice Dragons brauchen es Tag, damit sie aktiv sind. Weil man hat es ja gerade gesehen, die Ice Dragons auch, die waren recht müde und am Schlafen. Und theoretisch könnte man es dann natürlich so machen, dass man die eine Welt, weil es da ist immer dunkel, und in unserer normalen, wo wir auch unsere ganzen Farmen und unsere Wizard Farm und Dinger haben, da könnte man theoretisch die Feuer und den Ice Dragon vielleicht hinstellen. Ja, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine gute Möglichkeit, Drachen erstmal einzufangen und auch Drachen zu finden. Und wie gesagt, da versuchen wir jetzt mal die neuen Alloys draus zu bauen. Und dann können wir theoretisch auch Drachen jagen gehen, vielleicht die Dracheneier bekommen und auch die Drachen ausbrüten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, erst einmal. Ciao, ciao.